Der Vulkan Cumbre Vieja auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist nach mehreren Tagen geringer Aktivität wieder zu Leben erwacht. Weil er erneut giftige Gase ausstieß, durften mehr als 30.000 Menschen stundenlang ihre Häuser nicht verlassen. Die Regionalregierung ordnete vorübergehend eine Ausgangssperre für 3 Orte an. Sie warnte vor der Gefahr durch Schwefeldioxid in der Luft. Der Cumbre Vieja war Mitte September zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Seitdem kommt es immer wieder zu Eruptionen. Riesige Lavamengen flossen in Richtung Meer. Mehr als 1000 Hektar Land und fast 1500 Gebäude wurden bislang zerstört.